wir unsere Kontaktdetails austauschen, damit wir uns unter günstigeren Umständen treffen können. Ich war einverstanden. Ich konnte die Gelegenheit immer noch nutzen, das selbstzufriedene Grinsen für immer aus seinem Gesicht zu verbannen. Okay. Sie ist deprimiert. Ach, er ist verletzt, okay. Red mal mit ihr. Ja, und zwar, ich habe geplant, mir einen neuen Wagen zu kaufen. Einen. Hallo? Redest du jetzt mit ihr? Und zwar wollte ich mir, ich bin ja ziemlich Subaru-Fan, WRX STI, das Auto hat mich schon immer fasziniert. Deshalb werde ich mir höchstwahrscheinlich einen aktuellen WRX STI holen. In der Sport S-Variante. Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich zum übernächsten Frühjahr, also im März 17, auf den 20. Geburtstag. Ja, ich liebe das Auto. Ich liebe dieses Fahrzeug so sehr. Alter, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Junge, jetzt wirst du aber langsam gierig. Langsam wirst du gierig. Ja, das brauche ich ja überhaupt nicht. Wieso habe ich das überhaupt? Ja, das Subaru WRX STI, ich liebe dieses Fahrzeug, ich finde es super. Evo habe ich mir auch mal überlegt, vor allem weil er ein bisschen günstiger ist, steuermäßig sowie auch im Anschaffungspreis. Steuermäßig, weil es halt bloß ein 2 Liter ist und Subaru ein 2,5 Liter Boxer. Aber ich habe mich dann doch für den, werde mich wahrscheinlich trotzdem für den Subaru entscheiden, weil ich finde ihn einfach optisch geiler. Klar, vom aktuellen WRX STI und dem Evo, die geben sich nicht mehr viel, aber trotzdem finde ich irgendwie, dass der Evo, der Subaru besser ausschaut als der Evo. Evo ist ein geiles Auto, außer Frage, aber nicht für mich. Ich mag da lieber den Boxersound. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ist so euer Traumauto, was halt noch realistisch ist. Jetzt kommt mir nicht mit Lambo, außer ihr seid irgendwie Top-Manager oder so, klar. Was ihr wahrscheinlich euch irgendwann mal leisten könnt. Bei mir, ja, möglich wäre es ein Nissan GT-R und ein Skyline noch lieber.
Aber ich könnte mir auch für den Preis, was der Subi kostet, auch auf jeden Fall einen Skyline holen. Nur halt muss ich auch ein bisschen alltagstauglich denken. Und so ein rechtsgelenkter Skyline ist nicht wirklich alltagstauglich, vor allem für das Budget, was ich habe, gäbe es kein GTR, sondern GTT. Das heißt halt einfach mit Heckantrieb. Und den kannst du halt im Winter absolut nicht benutzen. Gut, ein Skyline im Winter zu benutzen, ist sowieso eigentlich gehört bestraft mit 10 Jahren Haftstrafe. Aber ja, deshalb habe ich mich für einen Subaru entschieden. Vielleicht als Zweitwagen, als Wochenendsfahrzeug, ein alter Toyota Supra. Bin noch ein bisschen müde. Alter Toyota Supra mit einem Klappscheinwerfern. Ich finde die eigentlich auch ziemlich geil. Ein MK3. Ich finde die ziemlich, ziemlich geil. Ehrlich gesagt, mein Nachbar hatte den mal so eine Weile als Targa. 3 Liter Turbo. Und ich fand den wirklich, wirklich geil. Ich hätte ihn mir auch fast geholt als Erstwagen, weil die sind relativ günstig bei uns. Ich weiß nicht, wie sie bei euch liegen. Aber ich muss dann auch sagen, als erstes Auto 200, über 200 PS, Heckantrieb ohne ESP und sonstige elektronische Helfer. Ich weiß nicht, ob er überhaupt ABS hat. Ist ein bisschen blöd, sage ich mal. Weil, ja, es war Anfänger direkt so eine Krawallbude. Vor allem auch im Winter mit Schnee. Traktion? Ne. Deshalb. Habe ich mich dann für den Wagen entschieden, der jetzt in der Garage steht. Für meinen Subi. Quatsch, für meinen Mitsubishi. Und ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden. Kein Problem mit dem Ding. Gut, hat auch erst 60.000 Kilometer. Darf man auch erwarten, dass das Ding noch keine Macken hat? Ja, eben 60. Ich habe den relativ gut erwischt, 60.000 Kilometer und ja, ich will jetzt nicht sagen im Neuwagenzustand, aber ziemlich gut im Futter. Hat zwar ab und an optische Mängel, ein paar Kratzer und so, weil der Vorgänger halt ein älterer Herr war, der ja, anscheinend seine Brille mal wieder richten hätte lassen müssen. Aber soweit nicht weiter tragisch. Mit den optischen Mängeln kann ich leben. Die Motorhaube war ziemlich malträtiert. Die hatte Steinschläge noch und nöcher. Da war wirklich der Lack zum Teil abgeplatzt. Habe ich jetzt insofern gelöst. Ich habe einfach eine Carbonfolie draufgeklebt. Sieht ziemlich rattengeil aus. Mit der Folie jetzt. Er hat sowieso einen ziemlich aggressiven Blick drauf, der Wagen. Und so wird der aggressive Blick halt nochmal verstärkt. Also ich liebe mein Auto. Auf jeden Fall. Jeder, der sein erstes Auto hatte, wird verstehen, was ich meine.
weiß noch, hier läuft irgendwo einer mit einer Knarre rum. Deshalb bin ich jetzt so vorsichtig. Was bist du? Xing Shaoli Tempelmönch oder so? Nein, Junge, willst du sterben? Hi. Tschö. Ihr könnt mir ja mal schreiben, dass ihr euch als erstes Auto gekauft habt. Wenn ihr denn schon eins hattet. Oder habt. Noch. Weil ich finde, das erste Auto ist halt was Besonderes. Egal was es ist. Aber sei es noch so abgefuckt. Das erste Auto, man liebt es halt einfach. Wenn man ein bisschen Autofanatiker ist. Ja. Sehr hungrig, geh was zu essen. Hol du dir mal das Fleisch da. Nein, nicht scheiß drauf. Katja, lass jetzt nicht den Kopf hängen. Ich habe mir auch überlegt, ein BMW als erstes Auto zu kaufen. Ich hatte eigentlich ziemlich viele Autos im Blickfeld. Einerseits ein BMW 525i, glaube ich, in älterer Generation, da diese 90er Varianten, glaube ich, habe ich mir überlegt gehabt. Ich war ihn noch nicht anschauen und dann bin ich halt auf meinen Mitsubishi gestolpert und habe mich eigentlich direkt für den entschieden, weil der BMW hatte kein ESP und Heckantrieb und Winter Heckantrieb ohne ESP. Ja, geht so geil, ne? Es hat sehr müde, ne? Bruno brauchen wir, das ist unser Koch. Gehen wir nicht her. Wenn der abkratzt, dann haben wir ein Problem. Aber wir könnten Pavle mitschicken. Ich denke, die nächste Nacht bleiben wir immer wieder zu Hause. Also wir haben neue Locations. Ein weiterer Auftrag. Dies ist ein richtig dicker Fisch. Es ist etwas riskant. Lohnt sich aber wirklich. Das Krankenhauslager randvoll mit medizinischem Zubehör. Ist nachts nur leicht bewacht. Damit kommen wir schon zurecht. Los. Okay. Wichtig ist, dass wir einiges medizinisch Vorrang haben werden. Spielt es wirklich eine Rolle, wie wir reinkommen, solange wir damit überlegen können? Wir sind auf diese medizinische Vorrat wirklich angewiesen. Was hätten wir tun sollen? Du sagst gar nichts dazu, okay. Auch in Ordnung. Bruno, red mal mit ihr, bitte. Ja, ich finde BMW eigentlich ziemlich geil. Optisch, wie auch technisch. Von Audi, der ganz neue A4, der jetzt rausgekommen ist, vor kurzem, den finde ich ja wirklich rattengeil. Der ist wirklich geil. Nur stört mich da der Preis so ein bisschen. Es ist ein, klar, es ist ein Audi, aber genau deshalb. Wieso soll der mehr kosten? Nur weil er vier Ringe dran hat,
Klar, ist wirklich ausgefuchst, wirklich ein cooles Auto. Aber ich bin preislich noch nicht ganz einverstanden mit dem Ding. Es sieht optisch rattengeil aus, da fand ich den Vorgänger einiges langweiliger. Das war eigentlich mein Kriterium, warum ich kein Volkswagen und Audi und Co. gefahren bin oder gemocht habe. Weil die mich halt optisch nicht ansprechen. Der Golf, der 7 GTI, der GTI auch nur, der finde ich optisch akzeptabel. Ein normaler Golf, der ist bisschen langweilig, finde ich. Da finde ich schon, hat Subaru oder generell die Japaner einen geileren Mix gefunden. Oder auch die Franzosen, mein Renault Mégane, den ich habe als Firmenwagen. Gut, meiner ist jetzt fünfjährig, aber der neue, der ist aktuell, der aktuelle Mégane. Ich finde ziemlich geil optisch. Finde ich, sieht da ziemlich gelungen aus für einen Kombi. Relativ sportlich. Müde. Wieso auch immer. Ich habe ewig geschlafen. Ja, da finde ich, könnten sich die Deutschen noch ein bisschen was abschneiden. Also vor allem Audi und VW, generell der ganze VW-Konzern. Dass die ganzen Karren noch ein bisschen aggressiver ausschauen. Auch ein Porsche, der mit den riesen Glubschaugen, der guckt halt nicht wirklich aggressiv. Und für mich, wie ich finde, der Blick für einen Sportwagen, der muss halt einfach aggressiv sein. Deshalb stehe ich auf Japaner, weil die sehen halt wirklich optisch geil aus. Bleiben zu Hause. Außerhalb BMW, die finde ich halt optisch wirklich nice. Ja, bisschen medizinische Vorräte. Tag 33, meine Geschichte. Es war zu spät. Die Belagerung war im Gange. Wir waren bereits abgeschnitten. Keine Busse fuhren mehr in meine Stadt. Für meine Freundin konnte ich sowieso nichts mehr tun. Darüber hätte ich denken sollen, bevor ich sie in falscher Sicherheit gewogen hatte. Ich weiß nicht, was es ihr wurde. Ich werde es wohl nie erfahren. Aber ich rechne mit dem Schlimmsten. Traurig, traurig. Ja, das ist so meine Einstellung. Aber gut. Das soll es erstmal gewesen sein von dieser Aufnahmesession von Let's Play This War of Mine. Jetzt haben wir wieder mal, oder ich habe jetzt wieder mal ein paar Videos für euch. Schreibt mir mal eben in die Kommentare, was ihr gerne als Themen nächstes Mal behandelt haben wollt. Was ich quatschen soll. Und darüber, was ich diesmal gequatscht habe, könnt ihr mir auch mal eure Meinung dalassen. Ja. In dem Sinne danke ich euch vielmal fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein, euer Manuel. Tüdelü.